Ja Mensch, herzlich willkommen bei Let's Play Motorbike Challenge. Ihr habt es euch gewünscht und deswegen werde ich euren Wünschen Folge leisten. Und ihr seid natürlich die besten Zuschauer, die ich mir vorstellen kann. Und deswegen wird dieses Prachtstück von Spielekunst natürlich auch für euch Let's Played. Und deshalb werdet ihr natürlich von mir mit diesem Spiel versorgt. Ihr seid der ausschlaggebende Punkt, dass ich dieses Prachtstück, wirklich Prachtstück, man kann es so nennen. Es ist einfach genial entwickelt. Seht euch diese Grafikpracht an und überlegt mal, da kann selbst Crysis oder Alarm für Cobra 11 nicht mithalten. So schön wie das aussieht, das ist so unendsgeil, was man hier machen kann, diese Freiheit hier mit den einzelnen Motorrädern. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß man mit diesem Spiel haben kann. Dieses geniale Wischzeug an den Seiten, wenn du da diesen Wheelie machst, das ist einfach nur logisch und sieht einfach nur geil aus. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein geiles Spiel ist. Jetzt haben wir Zusatzzeit dazu bekommen. Die Gegner sind von uns 8 Sekunden entfernt und das ist der einzige Schwierigkeitsgrad auf diesem, in diesem Spiel, in diesem genialen Spiel. Das bedeutet, dass die KI einfach die größte KI der Welt ist. Und deswegen glaubt ihr, Mann, dass dieses Spiel einfach genial ist. Das Spiel ist so unendsgeil und ich rede einfach nur die ganze Zeit hier, weil ich dieses Spiel einfach nur unglaublich genial finde. Bald werde ich auch mit Geld überschüttet vom Publisher, der das Video sieht und dann, weil ich dieses Video, dieses Spiel und das Video so genial gestalte, werden sie mir Hunderttausende von Euros geben, weil ich dieses Spiel so gut bewerte, weil es auch einfach nur diesen Ruhm verdient hat, den ich ihm gebe. Und deswegen braucht es sich gar nicht zu schämen vor großen Spiele-Ikonen wie zum Beispiel Need for Speed oder etwa Alarm für Cobra 11. Und deswegen ist es an der Zeit, dass man so ein Spiel auch mal Let's Playt und es der großen Masse vorwirft und sagt, hier, das ist das genialste Spiel der Welt. Und deshalb mache ich das auch. Es ist nämlich einfach nur genial. So, erster Platz war ja auch nicht schwer. Und deswegen haben wir gewonnen. Das war das erste von irgendwie 13 Rennen oder so. Aber, naja. Ihr werdet auf jeden Fall dieses Projekt mit einem Daumen nach oben bewerten und ein Favo geben und mich gleich nochmal abonnieren. Und deshalb seid ihr einfach nur die Besten, weil ihr alles für mich macht und ich euch dieses Projekt geschenkt habe. Und da fährt einfach das Auto gegen mich gegen, das ist doch nicht gut. Ich bin doch der erste Platz, was soll denn der Scheiß? Also, diese Perle der Spielekunst wurde präsentiert von mir und der Publisher wird, wie gesagt, mir das ganze Geld geben, was sie damit jemals eingenommen haben. Es ist einfach nur so unglaublich geil. Naja, Spaß beiseite. Also, das war jetzt nur einfach so ein Spaßprojekt von mir. Aber, naja, ja, das war, ich hoffe, ihr nehmt das nicht so ernst und vielleicht war das ja ganz witzig und deswegen könnte ich ja nochmal einen anderen Part machen davon. Ja, also, einfach diese Spielkunst, einfach genial. Also, ich wünsche euch was, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal und ciao.